Wir schauen einmal kurz in den Online-Kurs Maulkorb-Training, so klappt's rein. Ihr seht hier gleich am Anfang fängt es an mit Tipps und Tricks, was man beachten sollte, woran man denken sollte, bevor man mit dem Maulkorb-Training startet. Dann geht es weiter mit dem eigentlichen Video und ihr könnt das hier im Online-Kurs ganz einfach starten, indem ihr hier draufklickt. Herzlich willkommen zum Mini-Online-Kurs zum Thema Maulkorb-Training. Mein Name ist Marlene Utech. Ich befinde mich seit November 2016 in der Ausbildung zur Hundetrainerin der Tierakademie Scheuerhof bei Viviane Tebi. Wir wollen uns einfach nur mal einen kleinen Überblick verschaffen. Fangen wir direkt mit dem ersten Teil der Bauartikel. Und ihr könnt wahlweise mit Markerboard und Klicker arbeiten, ist aber keine Grundvoraussetzung für den Kurs. Wir schauen mal weiter zu den ersten Schritten. Reinlegen und sie darf den rausholen, den Keks. Wichtig dabei ist, dass der Hund nicht aktiv selber die Schnauze wieder rauszieht. Wir schauen nochmal weiter. Im nächsten Schritt seht ihr, dass ich stehe und nochmal den Schritt abfrage, 5 Sekunden Nase im Maulkorb. Steckt ihre Nase nicht rein, ich nehme den nochmal weg, gebe ihr nochmal eine neue Chance. Hier seht ihr, es war draußen im Flur ein Geräusch zu hören und Sela war sehr abgelenkt, sie musste sich erstmal orientieren. Deswegen frage ich zwischendurch kurz mal ein Horch ab und belohne sie dafür. Nach der Ablenkung konnte sie dann weitermachen und wir sind dann bei dem Schritt, dass das Teil von dem Verschluss auch schon berührt werden. Na, wir gucken nochmal weiter. Und eventuell dann so Zeichen zeigt, dass es ihm unangenehm ist, wie dass er vielleicht mit dem Maulkorb gegen euer Bein scheuert oder eine Vorderpfote nimmt und den versucht, den Maulkorb abzustreifen. Gerade deshalb mache ich das Maulkorb-Training so kleinschrittig. Ja, schauen wir nochmal weiter. Training Teil 3. Ich übe hier jetzt in unserem Garten. Wichtig für die nächsten Schritte ist, dass ihr euch eine ruhige Umgebung sucht, wenn ihr keinen Garten habt. Vielleicht eine Wiese, wo keine anderen Hunde sind und wo die Ablenkung begrenzt ist. Nochmal erhöht auf 10 Schritte. Das kann man ganz individuell schauen, dass man vielleicht von den 5 Schritten, die vorher gezeigt wurden, sagt man, die macht erst mal 7 oder 8. Man kann einfach gucken, wie es funktioniert. Ich bin jetzt von diesen 5 Schritten gleich auf 10 Schritte hochgegangen. Wir gucken nochmal weiter. Und wir fangen erstmal an, wieder das Tragen des Maulkorbs zu verlängern. Ja, dann habt ihr mal einen kleinen Einblick bekommen in den Online-Kurs Maulkorb-Training, so klappt's. Ihr bekommt den Trainingsplan selbstverständlich einmal hier schriftlich im Programm. Ihr könnt aber auch euch den Trainingsplan hier einmal herunterladen. Das machen wir jetzt nicht. Wir gucken den einmal ganz kurz an, damit ihr wisst, was das für ein Umfang ist.
Und hier geht's los mit dem ersten Schritt. Und es sind schon mehrere Seiten, da es auch noch Schritte sind, die eben über den Kursinhalt hinausgehen. Ja, dann war es das erstmal zur Vorstellung meines kleinen Online-Kurses. Und wenn ihr da gerade Bedarf habt, ihr wollt eurem Hund gerne beibringen, den Maulkorb stressfrei zu tragen, dann schaut gerne vorbei. Okay, tschüss!